Schauen Sie, was das ist. Mein Fußabdruck. Da war er noch ganz klein. Heute gibt es ja Dinge, die haben gar keine Füße, aber trotzdem einen riesigen Fußabdruck. Bier zum Beispiel. Oder meine Heizung. Und bald schon mein E-Card. Und wer einen zu großen hat, also Fußabdruck, der bekommt einen Sticker draufgeklebt. Und wenn Sie jetzt der Meinung sind, das ist alles Schrott, macht auch nichts, denn wir werden nämlich gleich hören, wie viel in Schrott eigentlich drinnen stecken kann. Wie viel Sustainability. Relectronics, ein Projekt der HTL Dornbirn. Drei Schüler entwickeln eine umfassende ökologische und wirtschaftliche Verfahrenskombination zum Recyceln von Elektroschrott. Also ich habe immer geglaubt, Schrott ist Schrott, aber das stimmt gar nicht. Stimmt. Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Schrott. Wir beschäftigen uns im Moment mit dem Elektroschrott. Das heißt, es ist möglich, Elektroschrott umweltfreundlich und sicher zu recyceln. Ja, das geht. Und zwar, indem man ihn möglichst komplett nutzt. Es gibt einige Verfahren, die vorher auch schon Elektroschrott recycelt haben, aber die haben sich immer auf eine bestimmte Stoffklasse spezialisiert. Das heißt, wenn das Verfahren wirklich gut funktioniert, ist eine Nutzung wirtschaftlich und natürlich auch ökologisch interessant. ReGreen. Mach's CO2-neutral. Ein Projekt der Schumpeter BHAG BHAS Wien 13. Über eine Webseite sollen Personen und Unternehmen ihre selbst verursachten CO2-Emissionen durch Unterstützung von Umweltprojekten ausgleichen. Also ich habe ein Auto, Verbrauch 7 bis 10 Liter. Diesel natürlich. So, Jahresdurchschnitt 13.800 Kilometer. Das sind 3,11 Tonnen, die ich kompensieren muss für 51,61 Euro. Was genau habe ich jetzt eigentlich gemacht? Ja, du hast bei uns im ReGreen Online-Shop deine CO2-Emissionen im ersten Schritt berechnet und diese dann über CO2-einsparende Projekte kompensiert. Was passiert mit meinen 51,61 Euro? Du förderst damit ein Projekt in Ruanda, bei dem nachhaltig CO2 eingespart wird. Wir haben mit dem Verkauf des CO2-Stickers bereits letztes Jahr im Dezember gestartet und haben bis jetzt 355.000 Kilometer kompensiert. Das kommt auf mein Auto. Mikroblock-Heizkraftwerkregelung und Steuerung. Ein Projekt der HTL Lastenstraße in Klagenfurt. Für die derzeit ökologischste Heizform haben vier Schüler und eine Schülerin ein anpassungsfähiges Regelsystem mit zahlreichen Sensoren entworfen. Dieses Ding macht mir ein bisschen Angst und es ist ziemlich heiß. Was ist es? Also das ist jetzt ein Mikroblockheizkraftwerk, das wir im Zuge unserer Diplomarbeit entwickelt haben. Also Mikro bezieht sich jetzt auf die abgegebene Leistung, das heißt, wir haben das jetzt dann für ein Einfamilienhaus ausgelegt. Kostenpunkt? Circa zwischen 15.000 und 17.000 Euro. Hat das auch einen Umweltaspekt? Ja, weil wir mit dem CO2-neutralen Brennstoff Pellets heizen. Der große Vorteil dabei ist, man kann sich komplett unabhängig das Haus beheizen und auch gleichzeitig Strom fürs Haushalt erzeugen. HTL Elektrocard, ein Projekt der HTL Braunau. Umweltfreundliche Renncards können nun auch mit angemessenem Preis-Leistungs-Verhältnis hergestellt werden. Und? Spaß gehabt? Na, E-Card. Aber Spaß allein ist natürlich nicht alles. Umweltfreundlichkeit zählt auch. Wie erreicht dieses E-Card diese? Durch die Rekuperation, was wir eingebaut haben, sowie durch die Anti-Schlutt-Verriegelung. Wer soll in Zukunft mit diesem E-Card fahren und wo? Ja, das sollte vor allem im Rennbetrieb eingesetzt werden, also auf Outdoor-Strecken. Ihr schafft es, dieses Card relativ kostengünstig herzustellen. Wie gelingt das? Ja, indem dass wir einfach immer selbst die Komponenten aussuchen und die Komponenten selber aufeinander abstimmen. Was war die größte Herausforderung für euch bei diesem Projekt? Ja, dass wir wirklich die Reichweite auch im Rennbetrieb so weit erhöhen, dass man wirklich auch damit auf einer Autorennstrecke fahren kann. Mit gedrosselter Geschwindigkeit.
Manchmal. Ein neues Konzept zum ökologischeren und energieeffizienteren Bierbrauen. Ein Projekt des Bundesgymnasiums Tamsweg. Ein Schüler geht in einer vorwissenschaftlichen Arbeit den Fortschritten in der Bierbrauindustrie auf den Grund. Also es geht darum, dass man Abfallstoffe, die eben im Brauvorgang entstehen, dass man aus diesen durch Vergärung Biogas erzeugt. Und mit dem Biogas kann man dann wieder Energie gewinnen. Schauen wir uns noch ein anderes Verfahren an. Wieder sehr kompliziert. Die Realität sieht so aus, dass es darum geht, Wärme im Brauvorgang rückzugewinnen. Und es geht darum, eben die Wärmeenergie, die man reinsteckt, möglichst effizient zu nutzen und auch mehrmals zu nutzen. Also wenn man diese beiden Projekte kombiniert, in weltweit jeder Brauerei einsetzt, man so viel Energie jährlich einsparen würde, um damit Österreich für über 14,5 Jahre mit Energie versorgen zu können. Das heißt, mehr Bier muss her.